Hello! Neues Video, neuer Stadionvlog. Es geht mal wieder in die Allianz Arena. Diesmal aber nicht zum FC Bayern München, sondern ich habe das Passende vorbereitet. Ukraine. Mein erstes EM-Spiel. Slowenien gegen die Ukraine. Ich bin sehr, sehr gespannt. Bin ein bisschen aufgeregt, aber ich habe sowas von Bock. Let's go! So, das Zeug ist eingepackt. Jetzt geht's los mit dem Roller. Das ist das Entspannte, wenn man direkt an der Allianz Arena wohnt. So schaut's dann aus. Mit der Flagge. Ich bin auf dem Weg zum Stadion, bin gleich da. Ich muss noch kurz den Hügel hochgehen. Dann sieht man schon die Allianz Arena. Und ich habe auch schon Fanlager gehört. Ich weiß nicht, ob es die Rumänen oder die Ukrainer waren. Keine Ahnung. Werden wir gleich sehen. Ich bin mal gespannt, wie die Verhältnisse sein werden von den Fans. Ich glaube, ich sitze im Rumänien-Block. So, da sind wir angekommen an der Allianz Arena. Also wir stehen jetzt an in der Schlange. Es ist ganz schön viel los. Aber wird geil. Das Ding ist, es sind alle gelb. Das heißt, man erkennt nicht so gut, ob es jetzt Rumänier sind oder Ukrainer. Muss man immer genauer aufs Trikot schauen. Okay, ging eigentlich doch ganz schnell. Es ist zwar viel los, aber die sind total schnell dort beim Eingang und bei der Kontrolle. Meine Flagge wurde gerade besprüht. Schaut mal, die besprühen das. Das ist so ein Anti-Feuerspray, damit die Flagge nicht irgendwie Feuer fängt oder so. Hier kann man noch an so einem Rad drehen und dann kann man entweder ein paar Sticker oder das Album von den Panini, sag ich fast, ist jetzt Tops, aber von diesen Collectibles einsammeln. Voll cool eigentlich. Hier sind noch ein paar Getränke und Essensstände und hier ist einfach ein XXL-Ball von der EM. So, jetzt geht's aber wirklich rein ins Stadion. Oh, so viele Treppen, aber es wird sich lohnen. Also mein erster Eindruck ist, dass deutlich mehr Rumänen hier sind, aber wir werden es gleich sehen während dem Spiel. Ey, die Preise sind schon verrückt, ja. Das ist hier Essenskasse, das geht ja sogar noch, aber schau dich mal die Drinks an. Bier 7 Euro und da kommt immer noch 3 Euro Becherpfand drauf, das ist schon krass. Softdrink 6 Euro, Wasser 4,50, okay, aber die 3 Euro Pfand, die sind halt schon auch nochmal heftig. Es sind so viel mehr Rumänen hier, das ist unglaublich. Also ich würde sagen 70-30, 75-25 oder sowas, also Rumänen deutliche Überzahl. Das ist echt crazy. Viel mehr Rumänen. Wir checken noch kurz die Aufstellungen ab. Hier sind sie beide eingeblendet. Vom Kader her, Ukraine klar im Vorteil, allein mit Ludwig und Dovnik sind halt einfach zwei super Spieler. Dann haben sie auch noch Zinchenko und Lunin, der ja mit Real Madrid in der Champions League gut performt hat. Bei Rumänien, Dragosin. Da gab es ja auch Gerüchte mit den Bayern, aber ansonsten ist es ein bisschen dünner. Der Jubel besonders laut. Ukraine Aufstellung und es wird jetzt schon geboot. Die Ukraine spielen alle wie ich. Die sind auch wie ich. Schaut sehr, sehr schön aus. Gänsehaut. Da kommt die Mannschaft. Viel lauter und es geht jetzt schon wieder los. Los geht's. Ludwig. Ludwig. Was macht er? Ludwig kommt zusammen mit einem neuen Banner hier. Ah, Ballverlust. Erster Abschluss, aber noch ungefährlich. Ich schiel die ganze Zeit auf diese Plätze hier. Die scheinen hier nicht frei zu sein, da könnte man sich dann in der zweiten Halbzeit hinsetzen. 22. Spielminute läuft jetzt. Ein paar Torschossen. Ja, okay, wir hatten einen Abschluss von den Rumänen, jetzt gerade die Ukraine, aber ansonsten noch nichts Dringendes dabei. Luni mit dem Fehlpass. Luni, Riesenfehler.
Aber was für ein Tor! Was für ein Tor! Der Kapitän trifft. Boah, was für ein Tor! Party in München. Krass, Eigentor. Stark von Mudrik, das brauchen sie viel öfter. Er ist so stark im 1 gegen 1. Ach, die Scheiße. Er macht fast direkt die Ecke. Ja, Ola Renner auch wieder am Start. Vielleicht kommt sie zu uns. So, gleiches Halbzeit, 2 Minuten gibt es nochmal oben drauf. Halbzeit 1-0 Rumänien. Wir versuchen jetzt tatsächlich andere Plätze zu bekommen. Wir haben ein bisschen gespottet. Da waren so 3 Plätze frei. Und da schauen wir mal, dass wir da jetzt hinkommen. Halbzeitfazit: Rumänien stärker als gedacht haben. Wirklich guter Auftritt. Sie werden natürlich auch von den Fans getragen. Gleich geht's weiter mit Halbzeit 2. So, die Mannschaften sind wieder da und ich würde sagen, mir ist ein kleines Upgrade gelungen. Von hier oben, jetzt hier hin, wird es jetzt deutlich besser. Zweite Halbzeit, weiter geht's. Jetzt muss mehr kommen von den Ukrainern. Erste gute Möglichkeit nach 30 Sekunden. Danke. Legt ihn nicht rüber. Was macht er denn? Was macht er denn? Egal, Chance lebt noch. Ah. Nein, nein. Also da war jetzt echt mehr drin für die Ukrainer. Oh, den muss er halten. Es tut mir leid, aber es ist der zweite Fehler von Lunin. Die brauchen jetzt Offensivpower. Vielleicht Jamolenko bringen, Jaremczuk. Aber sie müssen was ändern jetzt. Der Ukraine wird hier an die Wand gespielt. Geht schon weiter. Geht sofort weiter. Schau dich das an. Hier geht's ab, das ist unglaublich. Das ist viel zu einfach. Also was ist mit der Ukraine los? Ich bin echt sehr beeindruckt von Rumänien, sehr beeindruckt. Vor allem von der Stimmung hier. Super. Ja, Remchuk und Jamolenko jetzt mit dabei. Eine nicht gute Chance. Es wird hier wie ein Tor bejubelt. Und ein Flitzer. Hier kriegt ihr ihn, im TV seht ihr ihn nicht, aber hier bekommt ihr ihn in voller Länge. Aber er ist schon wieder weg. 15 Minuten noch regulär, jetzt müsste so langsam was kommen von den Ukrainern. Tolle Parade, guter Schuss, aber das zu wenig. Das kommt viel zu selten von den Ukrainern. Wird nichts mehr. Der ist nicht gut gefeiert.
10 Minuten nochmal Match, aber längst entschieden. Verdient das 3:0 auch in der Höhe der Ukraine. Schon echt erschreckend schwach, meiner Meinung nach. Verdient der Sieg für Rumänien. Congratulations, thank you. Da feiern sie auch zurecht. Thank you all, fans, for your support. Ich bin echt gespannt auf Rumänien im weiteren Turnierverlauf. Belgien und Slowakei noch in der Gruppe. Da kann man weiterkommen, da kannst du auch Erster werden gegen Belgien. Mal schauen. Das war's auf jeden Fall aus der Allianz Arena. Das war's mit Rumänien gegen die Ukraine 3:0. Völlig verdient. Bis zum nächsten Mal.